geklappt. Puh, ist das heiß. Du sag mal, wenn es so richtig heiß ist, so wie heute, was hältst du da von glitzernden Steinen? Nix. Und warum nicht? Wasser glitzert auch und da kann ich mich in die Fluten stürzen. Ach was. Ja, das kühlt so schön. Ja, und erfrischt, ja, ich weiß. Aber glitzernde Steine machen doch reich, sagt man doch. Oder so. Hallo meine Lieben, da bin ich wieder, euer Kalle von Glitzerfitzer TV. Kalle, gib Gas, wir wollen ins Schwimmbad, mal richtig jetzt. Ja, ja, ist ja gut. Dann eben euer glitzernder Kalle von Spencer TV. Leute, erstmal eins vorneweg, die letzte Folge wurde gesperrt. Da steckt wohl wieder der Teufel im Detail. Welches Detail? Wegen Dach. Wer hat was am Dach? Nee, nicht Dach im Sinne von Hausdach oder Birne oder so, sondern Dach im Sinne von Deutschland D, Austria A und CH für die Schweiz. Du meinst Gas? Hä? Naja, Germany, Austria... Ach so, Germany, Austria und Switzerland. Ja, das ginge natürlich auch, Gas. Mhm, verstehe. Jedenfalls konnten nur die aus dem Ausland und so die Folge Schreib mal wiedersehen. Und das nur wegen 3,45 bis 8,11. Was? Ja, da gäbe es angeblich von Minute 3,45 bis 8,11 einen urheberrechtlich geschützten Inhalt. So ein Blödsinn. Wer hält denn hier die Urheberrechte, wenn nicht wir und der da unten? Hm? Aha. Ja. Und jetzt? Jetzt haben wir mal den Inhalt von 3,45 bis 8,11 rausgenommen. Mal sehen, was jetzt passiert. Aha. Ja, und als Ersatz, als Ersatz, da gibt's heute schon wieder eine neue Folge aus dem Spencerdorf. Von 11.12 bis 3.15? Von 11.12 bis 3.15? Das wäre rückwärts. Meinst du vielleicht 1.12 bis 3.15? Kann auch sein. Aha, ja, aber wie meinst du das? So wie ich sage. Wie 3.45 bis 8.11. Ach, verstehe. Ja, ja, ach so. Na ja. Ich denke aber mal, heute wird wieder alles glatt gehen. Wir werden sehen. Hier. Hallo Leute, von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und von Osten bis Westen, da bin ich wieder, euer lieber, guter, alter Spencer. Tja, und ich bin auch da, euer ewig junger Elvis, hallo. Jawohl, Poldi, Poldi ist auch da. Das heißt, das weiß ich nicht so genau, denn Poldi ist jetzt öfter mal da und dann ist er aber mal wieder hier. Er hat nämlich neuerdings ein Fahrrad. Ach, sag mal, Spencer, soll ich eigentlich in meinem Einwohnermeldeamt eintragen, dass der Einwohner Poldi ein Fahrrad hat? Kannst du machen. Gut, mach ich das. Kannst du aber auch lassen. Gut, bitte was? Leute, wenn ich jetzt sage, es geht los beim Krater und Schnipp mache, da bin ich mir gar nicht so sicher, ob der Poldi wirklich zu Hause ist. Leute, es geht los beim Krater. Denn Poldi fährt so gerne Rad.
gar keiner. Werde ich mal mein Rad rausholen. So, und Suspenser fahren. Eins, zwei, drei. Hast du das gesehen? Nein. Ja, wo guckst du eigentlich hin? Na, in mein Einwohnermeldeamt. Dann schreib mal gleich auf, Erdrutsch beim Krater. Was? Na, hey. Doch, na, da kommt Poldi, das will ich hören. Spencer! Ah, Poldi, Spencer, stell dir vor, bei mir hat's gelocht. Ja, ich bin zu Hause, putz mein Fahrrad. Wiener, 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 Polier, Polier, Polier. Und plötzlich ein Loch. Oh, ja. Wir müssen das absperren, sehr sofort! Sehr richtig, Poldi, sehr richtig. Wir suchen jetzt Absperrmaterial zusammen und dann gehen wir zum Ort des Geschehens. Ja, wohin? Zum Ort des Geschehens. Ah ja, wo ist das? Was ist das? Na, bei dir, beim Krater. Ah ja, sag das doch gleich, los! Elvis? Ach, Elvis, da bist du ja. Elvis, du kommst mit Hilfe. Ja, Leute, es geht jetzt weiter beim Krater. Ist ja ein irrer Sound. Mann, genau auf dem Poscher. Wo bin ich denn hier gelandet? Ist ja irre. Richtig unheimlich. Na, mal erstmal sehen, ob das Sax noch in Ordnung ist. Alles okay. Ist ja echt toll hier. Oh, was ist denn das für eine Glitzerklamotte? Mal gucken. Das sehe ich mir mal näher an. Oh Mann, oh. Karl Gustav, du bist reich. Ja, ist Schreit, Herr Jenny. Erstmal. Oh Mann. Die wissen noch gar nichts. Wie komme ich hier bloß raus, ohne dass die was merken? Das ist gut. Da läuft bestimmt niemand rein. Aber was ist, wenn es Nacht wird und dunkel ist? Tja, Poldi, da haben wir auch dran gedacht. Ja? Wenn's dunkel ist, Poldi, stellen wir einfach diese Lampe hier auf. So. Und die blinkt die ganze Nacht. Boah, das ist toll! Ja, toll ist. Abends wird die Welt ganz still. Wer spielte da Saxophon? Oh, toll, weiß nicht. Oh, das war Karl Gustav. Schön hat er das gemacht. Hallo, meine beiden Schnurzelmäuse. Ja, ja. Na? Ach was, ich brauche ja bloß eine. Tja, einen Zwilling kriegst du selten allein. Welche? Tja, das ist eine gute Frage. Lach doch mal. Was? Na, ihr sollt mal lachen. Ja, genau, Mona, dich wollte ich sprechen. Woher weißt du denn, dass ich Mona bin? Naja, weil du lachst so schön. Ach, und ich?
Ich lache ja nicht so schön. Auch ganz schön, aber halt nicht so schön. Hast du gehört? Nicht so schön. Nicht so schön. Also, was willst du von mir? Wo kann man denn hier ungestört reden? Komm aufs Schiff. Okay. Weißt du, da vorne können wir ganz ungestört reden. Alles klar. Und du bist dir sicher, dass hier auch niemand mithört? Klar. Na, ich weiß nicht. Also, schieß los. Also, ich bin jetzt steinreich. Boah, sag bloß. Und ich nehme dich mit nach Amerika. Aber bloß, wenn ich will. Da glitzert was. Jede Menge Diamanten oder Brillanten. Oder also, naja, irgendwie Anten. In Amerika? Nee, in Amsterdam, da machen wir die zu Geld. Ach, in Amsterdam glitzert was? Nee, in Amsterdam, da verkaufen wir die. Und dann düsen wir ne ab nach Amerika. Ach, also, wo glitzert was? In Amerika oder in Amsterdam? Bei Poldi im Kraterkeller. Lauter Diamanten. Komm mit zum Bus, zum Hauptbahnhof. Nach Amsterdam, also nach Amerika. Moment mal. Erstmal müssen wir doch die Diamanten. Ja, genau, die muss ich rausbrechen. Und dann düsen wir ab mit dem Bus in die Hallerstraße. Aber ich muss doch noch erst ein bisschen packen. Quatsch, das kostet zu viel Zeit. Und wenn die anderen was merken, dann sind wir die Dummen. Aber unsere Zahnbürsten. Ach, pfeif auf die Zahnbürste. Also nee. Mit einem, der ohne Zahnbürste nach Amerika düst, mit dem will ich gar nicht nach Amerika düsen. Naja, also ich muss ja auch erst noch einen Song singen. Na also, du singst deinen Song und wir packen die Zahnbürsten und dann, wie spät ist es? Ich habe keine Uhr. Tja, ich weiß auch nicht. Gut, treffen wir uns um 8 Uhr an der Kreuzung. Okay. Mit gepackten Koffern. Dann holen wir aus dem Kraterkeller die Diamanten. Die Diamanten. Gehen wir zum Bus in die Hallerstraße, fahren zum Hauptbahnhof und dann... Oh Mann, Karl Gustav. Ja? Warum willst du gerade mit mir nach Amerika? Ja, also, weil dein Lachen... Lach doch noch mal. Soll das heißen, dass du mich liebst? Also um 8 an der Kreuzung, ja? Und zu keinem Menschen ein Wort. Nichts verraten. Nein, mein Schnuckihasi. Schnuckihasi? Tschüss. Oh Gott, die Mädels sind alle gleich. Bis später. Sag mal, was wollte der denn? Ja, also... Was Besonderes? Er hat was entdeckt und will nach Amerika. Aha. Mit Diamanten in Amsterdam und, Darfst wohl nichts verraten, was? Ich? Wieso? Doch, doch, also... Lisa... Ja. Wenn ich mal eben nach Amerika fahre, dann... Dann nimm ja deine Zahnbürste mit! Oh, du hast uns belauscht! Du bist ja so gemein! Um 8 an der Kreuzung. Ich wundere mich nur, wie leichtfertig du dein Schwesterherz verlässt und nach Amerika düst. Oh, tja! Spencer, sag mal, so ein Erdrutsch, müssen wir den nicht irgendwo melden? Was? Ach so, ja, ich rede mit Nepomuk. Ja, der ist ja schließlich Steinfachmann, nicht? Gut, dass der Poldi ein Fahrrad hat. Konnte er uns ganz schnell Bescheid sagen, gell? Leute, es geht jetzt weiter mit dem Fahrradsong der Quietschboys. Spencer, ja? Wie spät? 7:30 wirst du wohl rübergehen und singen? Ja, ja. Leute, die Quietschboys. Mensch, Karl Otto, pass auf, dass du nicht runterfällst! Sehr gut. Man kann es ganz allein, man kann es auch zu zweit, man kann es zu dritt oder zu viert. Man kann es mit ganz vielen, ganz einfach so zum Spielen, es ist nicht mal sehr kompliziert. Man kann es langsam oder schnell, je nach Gemüt und naturell. Man macht's halt so, wie man's grad will. Man kann es zu fast jeder Zeit, die Wege
dafür bereit. Und soll's nicht sein, steht alles still. Gemeint ist, was habt ihr gedacht, was allen Menschen Freude macht? Fahrrad, Fahrrad, Fahrradfahren, 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 Fahrrad, Fahrrad, Fahrradfahren, um Energie zu sparen. Fahrrad, Fahrrad, Fahrradfahren, 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 Fahrrad, Fahrrad, Fahrradfahren, um Energie zu sparen. Man gibt nur einen Tritt, schon wird's ein scharfer Ritt. Man muss nur wissen, wann und wo. Und wenn man sich beeilt und nicht zu lang verweilt, dann buckelt es sich doppelt froh. Man lenkt mit einer Hand, auch das ist uns kannst bekannt. Sie auch Fahrrad so kommt man auch mit links voran. Man bremst mit dem Pedal, geht abwärts in ein Tal, weil dann nichts mehr passieren kann. Gemeint ist, was habt ihr gedacht, was allen Menschen Freude macht? Fahrrad, Fahrrad, Fahrradfahren, 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 Fahrrad, Fahrrad, Fahrradfahren, um Energie zu sparen. Fahrrad, 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 Fahrradfahren, Fahrradfahren, Fahrrad, Fahrrad, Fahrradfahren, um Energie zu sparen. Fahrrad, Fahrrad, Fahrradfahren, 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 um Energie zu sparen. Fahrrad, 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 um Energie zu sparen. Wir fahren Fahrrad. Hoppla, Jungs. Ein Rücktritt. Mann, ganz schön anstrengend. Also, Männer, lasst uns mal hier versammeln. Ich mach's jetzt kurz und schmerzlos. Ich kündige. Hiermit und fristlos. Was? Jo. Ihr müsst euch einen neuen Mann suchen. Ich kündige und gehe nach Amerika und mache in Amerika die Karriere, die wir hier nie geschafft haben. Das ist ja ein dickes Ei. Und wann gehst du? Sofort. Fristlos. Nur noch die Zahnbürste. Du, Karl Otto, was meinst du? Sollen wir dem Gustav jetzt sagen, dass es uns unheimlich leid tut und dass er doch bitte, bitte bleiben soll? Oder nö, ich würde ihn gehen lassen. Reisende soll man nicht aufhalten. Ja, finde ich auch. Wie spät ist es? Du, Otto, ich gehe mal zu Lexi und frag ihn mal, ob er bei uns singt, ha? Ja, mach mal. Lexi wäre ein sehr... Also, kluger Sänger. Klüger als... Naja. Naja, Leute. Was ist denn eigentlich in den Karl Gustav gefahren? Das soll einer verstehen. Einfach nach Amerika. Also mit dem Saxophon. Da wird sich der Lexi ein bisschen schwer tun, allerdings. Aber mal Leute. Sehen. Spencer? Ja? Spencer, wie spät ist es? Was? Weißt du, wie spät? Ja. Es ist jetzt 7 Minuten nach 8. Danke. Was heißt, also Leute. Spencer? Ja? Wie spät? 7 Minuten nach 7:30. Woher weißt du das, wenn du gar nicht auf die Uhr guckst? Sag mal, du willst nach Amerika? Na, erst mal nach Amsterdam. Und da kaufe ich mir dann erst mal 3 Uhren, also mindestens 3. Elvis, möchtest du auch gern wissen, wie spät es ist? Nein, danke, ich weiß es. 7:58. Hä? Stimmt, genau. Leute, 7:58 geht's weiter bei Lexi im Pilzhaus. Einfach aufregend. Hör ich? Ja, du störst wie immer, wenn ich lese. Was gibt's? Brillanten, Diamanten, jede Menge. Lexi, bei Poldi im Kraterkeller. Karl Gustav will sie klauen und mit Mona nach Amerika fliehen. So, so. Na ja. Und? Naja, ich dachte, wir könnten die mitnehmen und nach Amerika fliehen. 8 an der Kreuzung, ja? Nein, was soll ich in Amerika? Von meiner Lektüre bringt mich kein Diamant der Welt ab. Alter Diamantenmuffel. Hallo, Lexi! Du, sag mal, Lexi, ich hoffe, ich störe nicht, ha? Wie gesagt, von meiner Lektüre... Ach so, du bist es, Karl. Wie war doch der Name? Heinz, Heinz. Du sag mal, Lexi, willst du nicht bei uns mitsingen als dritter Quietschboy?
Du meinst als Vierter, ihr seid doch schon drei. Ne, Karl Gustav verlässt uns, hat gekündigt. Lisa berichtete mir, Karl Dings, Gustav, habe Diamanten und Brillanten gefunden und wollte mit Mona nach Amerika. Was? Das ist ja hochinteressant. Erzähl mal. Mehr weiß ich auch nicht. Um 8 an der Kreuzung. So, um 8 an der Kreuzung. Was die Frage meines Quietschgesanges angeht, wo ist er denn? Zwei derart verlockende Angebote eigentlich. Diamanten, Gesang. Muss in den Sternen stehen. Aber mich lockt nichts von meiner Lektüre weg. Elvis, Elvis, dein Einwohnermeldeamt. Das Dorf wird ja entvölkert, wenn so viele nach Amerika düsen, was? Ja, also ich auch. Was? Spencer, ja? Wie spät? 4 Minuten vor 8. Oh, hauaha. Wieso? Was? Spencer, wie spät? 4 Minuten vor 8. Oh, danke. Hoppala. Was ist denn hier los? Na? Also, Karl Otto. Der Lexi will nicht. Und mit dem Karl Gustav, da steckt bestimmt ein Mädel dahinter. Na klar, eine Keule. Um 8 Uhr an der Kreuzung. Los, nix mehr hin. Hoppla, los. Spencer. Mhm. Oh, 2 Minuten und hoppla, gleich geht's los. Ja. Spencer. Ja, was ist denn? Muss ich mir nur noch meine Zahnbürste holen. Also sag mal, Elvis. Elvis, das ist doch kein Studio, sondern ein Bahnhof, was? Elvis? Jetzt ist er auch weg. Leute, 8 Uhr genau. Es geht weiter bei der Kreuzung. Lulu, nun komm endlich. Ja, komm schon. Mensch. Aua! Psst, kannst du nicht aufpassen? Immer das Gleiche, doch. Das Letzte. Möchte bloß mal wissen, was los ist. Liebst du Diamanten? Ja, doch. Dann sei still und wart's ab. Hey, was macht ihr denn hier? Genau dasselbe wie ihr. Also hört mal, das geht aber nicht. Nee. Also, ey, runter! Oh. Pass auf, da kommt er. Hallo, Karl Gustav, da bin ich. Hallo, Schnurzel. Ich freue mich echt. Und ich erst. Das Werkzeug zum Steinebrechen holen wir bei Nepomuk. Aber ich muss noch mal zurück. Ja. Ich habe so viel an meine Zahnbürste gedacht, dass ich sie glatt vergessen habe. Lach noch mal. Lachen sollst du, nicht husten. Du bist gar nicht Mona, du bist Lisa. Mann, hast du gute Ohren. Du kannst doch mit mir nach Amerika grüßen. Die Mona und ich, wir sind uns so ähnlich. Du bist so gemein. Hey Mädels, auseinander, los. Das ist mein liebes Schwesterherz. Schimpft mich aus, weil ich sie heimlich verlassen will und nach Amerika düsen. Aber selbst düst sie auch. Und dann schnappt sie mir noch den Karl Gustav weg. Mach was. Platz da. Hopp los ab. Und jetzt ab zum Hauptbahnhof. Ja, aber vorher müssen wir noch in die Hallerstraße. Hast du an den Stein gedacht? Oh, nee. Die Brillanten, die hätte ich doch jetzt beinahe vergessen. Hätten wir in Amsterdam gar nichts zu verkaufen gehabt. Und an die Zahnbürsten? Auch vergessen. Und du bestehst auf der Zahnbürste? Allerdings. Dann muss ich sie wohl suchen. Na warte, ich helfe dir. Okay. Lulu, Zahnbürsten müssen wir auch mitnehmen. Ach Quatsch, ist doch gar nicht wichtig. Doch, ohne Mundhygiene sind die wertvollsten Diamanten nichts wert. Komm. Los, komm. Tja, also was ist wichtiger? Diamanten oder Zähneputzen, hä? Diamanten. Wenn wir die erst haben, dann kaufen wir uns eine elektrische Zahnbürste. Tja, also ab zu Nepi Werkzeug holen. Hallo, Nepi und Muckilein. Ich brauche was. Ja, Moment mal. Ach Mensch. Ja. Brauchen wir doch mal was zum Hauen. Was? Zum Prügeln? Ach was? Nein, sowas, was du auch immer nimmst. Hammer. Meißel. Ja. Komm rein. Ja. Oh, such dir was aus. Danke. Aber nur geborgen. Ja. Ja. Schönen guten Abend, lieber Nepomuk. Wir brauchen was zum, Wir müssen wo was abschlagen. Ja, ja, komm rein und sucht euch aus. Alles klar. Tja. Was ist
denn da? Nepomuk, boxst du uns bitte? Ja, Hammer und Meißel. Ja, ja, woher weißt du das denn? Ja, warte mal. Ja, aber wiederbringen. Ja, ja, ja. Was ist denn da wieder für ein Radau? Noch ein Erdrutsch da unten, oder was? Werde ich mal den Spencer fragen. Auf die Pedale, fertig, los! Aber wiederbringen nicht vergessen. Wird gemacht, Nepomuk. Gut. Du darfst mich auch jetzt Brillantenkalle nennen, Mona. Aus der Bahn! Platz da! Spencer! Ja, ich bin ja schon da. Spencer, bei mir locht's. Ja, Nepomuk, ja. Ich brauch zwar keinen Hammer und keinen Meißel, aber du kennst dich doch aus mit Steinen und Erden, mit Erdrutsch. Ja. Hm? Hört doch auf mit so einem Quatsch, bei mir locht's wieder, da ist Gefahr. Ja, eben. Was? Gefahr? Ja. Nichts wie hin. Warte, geh du voran. Aber ganz schnell. So. So. Und gleich bin ich dran. Ja. So, weg. Jetzt kommt Diamantenotter mit dem großen Hammer. Hey, los, geh weg hier. Geh weg. Gold und Edelstein. Hey, hier sind Diamanten für alle da. Darf ich auch mal mit meinem Hammer hier etwas rumklöpfchen? Ja? Mein. Dankeschön. So, Lulu, Liebes, jetzt hole ich dir den dicken Klunker da hinten rechts. Ja, das wollen wir doch mal den Riesenklunker sehen. Oh, du, ich komme da gar nicht ran. Los, Elis, lass mich nicht als Erster. Geh mal weg, Darling. Aber hoppla. Leute, macht Platz. Das gehört uns beiden. Ja. Ich habe das entdeckt. Was? Ja, genau, uns gehört das. Also so ein Quatsch. Wer zuerst kommt, dem gehört alles zuerst. Ha, mein Schwesterherz, typisch. Und wir waren mal die drei Quitschboys. Oh Mann, hier geht's doch nicht um Musik. Komm, los, Jungs. Ja, ich hab einfach noch was gesehen. Ach, noch mehr? Ja, wo denn? Hier. Ach ja, Mona Schnurzel. Wären wir doch bloß gleich los. Ja. Stein raus und rein in den Bus, ne? Eine Zahnbürste hätten wir uns auch in Amerika kaufen können. Stimmt. Hey, halt mal, Leute. Was ist denn das? Hört auf. Was macht ihr denn hier in Poldis Höhle hier in seinem Keller? Ja, das würde ich auch gern mal wissen. Hier glitzert doch alles voller Brillanten. In meinem Keller? Echt? Ja. Leute, hört augenblicklich auf mit dem Puzzeln. Ich kenne mich aus in Steinen und Erden. Aha. Was da hinten so glitzert, ja. Das ist sehr schön. Aber das sind keine Brillanten oder Diamanten. Nein. Wenn ihr weiterhämmert, stürzt der ganze Keller ein. Guck da! Ist das schön? Wie heißt denn das Glitzerzeug? Das ist eine Druse. Aha. Quarz ist da drin. Vielleicht auch Kaltspar. Müsste man untersuchen. Hey, Poldi. Ja? Lässt du uns auch mal gucken? Gleich. Och, Mensch, Poldi. Du wohnst doch hier. Du kannst dir das Tag und Nacht ansehen, aber wir? Du kannst sogar hier schlafen. Aber wenn ich schlafe, habe ich doch die Augen zu. Da sehe ich nichts. Da hat er auch wieder recht. Ah, so. Genug geguckt. Jetzt dürft ihr. Fein. Oh, Karl Gustav. Hallerstraße. Ach ja. Amsterdam. Ah. Amerika. Ach Gott. Wie schön das glitzert, hä? Tja, Leute, wie im Museum. Nur anschauen, nicht anfassen. Tschüss, Leute. Was der Poldi so in seinen Kraterkeller, in seinen Kraterkellerräumen vorfindet? Sperrmüll. Ja, auch, aber nicht nur. Und dieses leuchtende Urgesteinszeug hat dazu geführt, dass sich Karl Otto schon, Achtung, steinreich gefühlt hat. Sag ich doch. Was? Da ist mir kühlendes Glitzern lieber. Ach, du meinst Wasser im Schwimmbad oder in einem See, was? Genau, wo es gleich hingeht. Tja, Leute, dem kann ich mich nicht verschließen. Leute, Daumen hoch, wenn's gefallen hat und Abo, wenn's beliebt. Euer Kalle von Ich geh ins Schwimmbad. TV. TV. Kalle. Ja, schon gut. Von Spencer TV.
glitzert, versteht sich. Und bald in Badehose. Bitte und nicht. Hoffentlich ohne teuflisches Detail. Was heißt hier bitte nicht? Kalle. Ja. Du in Badehose. Ja, ich in Badehose. Du in Badehose. Ja, wirst du sehen. Ja, das war doch bei Spencer schon so. Wie, was war da so? Weißt du nicht mehr, bei Baden gehen? Ja. Was war denn jetzt schlimm? Nee. Ich mach doch eine gute Figur. Also tschüss. Na gut. Tschüss. Tschüss.